was. Gamaschke, wie siehst du aus? Komm her. Klar? Dann los. Nein! Bitte! Nein, es ist doch noch Geld! Nur die Ruhe, Mutter. Was wollen Sie von uns? Geld. Mein Arbeitszimmer. Schreibt mich. Doch nicht ihr, das in der Bank. Das ist unmöglich. Das glauben Sie. Du fährst jetzt zu deinem Stellvertreter, dann holt er den zweiten Schlüssel, ist das klar? Was, das macht er niemals mit? Und auch wenn er es mitmacht, so trinkt er nämlich ein Blutbad. Du kommst alleine klar? Das passt also sicher. Raus, raus. Hier vom Haupteingang, du Trottel! Feine Seitenstraße! Nur Scheine, Luft. Komm, komm, komm. Nachschau, weitermachen. Hier! Die Bullen! Weg! Das ist nicht meine Schuld! Weg, die Bullen! Das ist doch meine Schuld! Raus, los! Schlüssel! Da. Raus jetzt! Raus! Hey, was mit Johnny? Wir müssen ihn warnen! Scheiße, Mann! Komm, bitte, verdammt nochmal! Hier ist die Nummer! Leck mich! Hier ist ihre Telefonnummer! Raus jetzt, was? Was? 612173. 61. Nochmal! 612173. 612173. Faust! Johnny! Johnny! Faust! Hau ab! Hau ab! Irgendwas läuft schief! Irgendwas läuft schief! Zwei Stunden später standen sie bei mir auf der Matte.
Schutzmaske, Schreckschusspistole haben sie in Nullkommen nichts gefunden. Da habe ich alles zugegeben. Na, alles ja nun nicht. Warum wollen Sie eigentlich die Namen Ihrer Komplizen nicht nennen? Herr Damaschke. Weil ich meine Familie nicht in Gefahr bringen will. Wie meinen Sie das? Schauen Sie, Herr Doktor, ich habe vor 2 Jahren eine Bierkneipe gekauft. Kleine Pinte, aber gute Lage. Finanziell habe ich mich dabei übernommen. Der Laden steht vor der Pleite. Aber ich habe hier Frau und Kind. Und da haben Sie nach einem Ausweg gesucht und da ist Ihnen ein Banküberfall eingefallen und Sie haben sich Komplizen gesucht, richtig? Nein, nein. Die Komplizen haben mich gesucht. 2 harte Burschen. Profis. Denen war der 3. Mann abgesprungen und sie kannten meine finanzielle Situation. Oh nein, bitte nicht die Geschichte vom armen Unschuldsamen und dem bösen, bösen Verführer. Die ist nämlich unglaubwürdig. Nein, nein, so meine ich das ja nicht. Ach, wie denn dann? Glaubwürdig werden Sie erst, wenn Sie die Namen Ihrer Komplizen nennen. Verstehen Sie doch, Herr Doktor, das sind Schwerverbrecher, die gehen über Leichen. Wenn ich die verpfeife, ist meine Familie in Lebensgefahr. Ihre Familie kann man unter Polizeischutz stellen. Ja, wie lange? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Herr Damaschke, Ihnen ist offensichtlich nicht klar, dass Ihre Strafe deutlich höher ausfallen wird, wenn Sie nicht zur Aufklärung der Tat beitragen. Immerhin sind 2,2 Millionen verschwunden. Das ist kein Pappenstiel. 2,2 Millionen. Das muss ich in Kauf nehmen. Wie Sie meinen. Hier, das sollte ich Ihnen von Ihrer Frau geben. Herr Damaschke. Das erste Foto von meiner Tochter. Sie haben also mit dem Bankraub nichts zu tun, außer dass Sie ihn mitgemacht haben? Verstehen wir uns da richtig? Ich stieß erst dazu, als der Plan schon stand. Oh, sozusagen Mauerblümchen. Oh Gott, oh Gott. Mensch, mir kommen die Tränen. Das 3. Rad am Wagen. Ich möchte Sie bitten, nicht in diesem Ton mit meinem Mandanten zu reden. Ja, dann darf ich Sie aber auch bitten, auf Ihren Mandanten einzuwirken und uns hier keine Märchen aufzutischen, ja? Laut Aussage dieses Filialleiters Tenberg, ne? Tenberg. Waren Sie doch derjenige, der die Anordnungen traf, ja, und die Befehle gab? Moment, 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 wann hat denn das ausgesagt? Ja, was weiß ich, irgendwann heute Vormittag. Also, jetzt. Also, offenbar der Kopf des Unternehmens. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich gab überhaupt keine Befehle. Sie haben doch selbst zugegeben, ja? Die Bank als letzter verlassen zu haben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Tja, und wer verlässt denn das sinkende Schiff als letzter? Die Ratten. Quatsch! Der Kapitän, oder? Also, erzählen Sie mir nichts. Hey, Tenberg! Sie sind ein Lügner! Dreckschwein! Ich der Anführer! Sie wissen ganz genau, dass das nicht stimmt! Warum behaupten Sie das? Hören Sie nach, Sie sind dabei! Damaschke! Das ist voll beeindruckend! Das zahle ich Ihnen heim, das schwöre ich Ihnen! Sehr gut! Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Herbert Damaschke ist schuldig des erpresserischen Menschenraubs gemäß § 239a StGB. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Alles Gute, Damaschke, und halten Sie die Ohren steif. Danke. Wiedersehen. Ist das Ihr Ernst? Nimmer wiedersehen. Ja, hoffentlich.
hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ich meine, nachdem du mich irgendwann nicht mehr besucht hast. Ich wollte nicht. Schon gut. Es tut mir leid. Ich weiß ja, dass für Andrea besser ist. Sie braucht einen Vater. Es tut nur weh. Warum bist du jetzt gekommen? Das bringt doch alles nur durcheinander. Weißt dein, der... Natürlich. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. Er freut sich drauf. Das will ich aber nicht. Und Andrea? Die wartet doch auf dich. Willst du die nicht sehen? Doch, schon. Wenn es irgendwie geht. Warum soll es nicht gehen? Du bist komisch. Komm. Auch nicht mehr. Was hast du jetzt vor? Billiges Zimmer finden. Arbeit habe ich schon. Was für Arbeit? Als Packer. In der Maschine. Ernst? Hat mir die Knasthilfe besorgt. Du als Packer? Ich bin froh, dass ich die Stelle habe. Du kannst auch Benno in der Kneipe helfen. Benno, Kneipe. Hilfsarbeit. Was ist mit unseren Plänen? Ich habe keine mehr. Aber ich? Du hast ja gesehen, wohin man mit sowas kommt. Mach doch mal einen vierten Gang rein. Haben. Ich habe schon viel von dir gehört. Guten Tag. Ich habe ein paar Flaschen kaltgestellt. Nein, wirklich, das ist sehr nett. Sehr nett. Aber ich muss mich erst um meine Unterkunft kümmern. Ach was? Wir haben dein Zimmer hergerichtet. Warum hast du ihm das nicht gesagt? Natürlich schläfst du bei uns. Das möchte ich aber nicht. Wir müssen das ja nicht gleich entscheiden. Andrea? Andrea! Benno! Monika, wirklich, das will ich nicht. Komm mal, das ist Herbert. Sag guten Tag. Sag dem Onkel mal schön guten Tag. Guten Tag, Onkel. Guten Tag, Andrea. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, da warst du so groß. Wahnsinn. Ich werde noch größer, so groß wie du. Ganz bestimmt. Guck mal. Hier, die hat er dir mitgebracht. Er sagt Danke. Danke. Du bleibst doch, oder? Nein, danke, für mich nichts mehr. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ach, das wird schon wieder werden. Na, Maschke, trinken wir. Auf deine Zukunft. Auf unsere.
Klingt ja so, als hätten wir eine gemeinsame. Warum nicht? Die Kneipe hier läuft ganz gut. 25.000 Mark Umsatz. 40 wären drin, wenn ich umbaue und weiter. Ich bräuchte nur noch jemanden, der investiert. Wird da inserieren. Wenn der Laden wirklich so gut läuft, finden Sie sicher einen Teilhaber. Warum greifst du nicht zu, Herbert? Du bist gelernter Wirt. Ich bin als Wirt auf die Schnauze geflogen. Ein zweites Mal passiert mir das nicht. Außerdem brauchst du jemanden, der Geld reinsteckt. 50, 60.000. Benno! Ich habe aber keins. Im Moment nicht, aber vielleicht demnächst. Ja. Knast habe ich auch oft dran gedacht. Wenn du mal wieder draußen bist, dann kassierst du ab. Oder wenigstens holst du dir deinen Anteil. Ein Drittel von 2,2 Millionen. Steht dir zu. Das sehe ich auch so. Ich sehe es nicht so. Ich ziehe jetzt einen dicken Schlussstrich unter meiner Bewerbung. Das finde ich richtig. Scheiße, halt die Klappe! Hör auf, du! Zier dich doch nicht so, Damaschke. Mensch, die hocken doch bloß auf deinem Geld rum. Wahnsinn, du bist ein reicher Mann. Weißt du gar nicht, wo sie stecken? Es tut mir leid für euch, dass ihr mit Geld gerechnet habt. Aber ausgerechnet. Aber ich gehe jetzt. Komm her, hock dich wieder hin. Trink noch einen. Das war doch nur so eine Schnapsidee von Benno. Vergiss es, ja? Mhm. Schon Feierabend? Ach, Wahnsinn. Jetzt schon wieder. Störung des Betriebsfriedens. Was? Irgendjemand hat verbreitet, ich komme aus dem Knast. Na und? Da muss ich mich entlassen. Packer. Ist doch sowieso nichts für dich. Da bist du ja endlich. Wieso kommst du so spät? Weiß nicht. Sag mal, wie oft habe ich dir gesagt, keine Süßigkeiten vorm Essen? Habe ich doch Geschenke gekriegt. Von wem? Von Mann. Was für ein Mann? Den du kennst? Nein, kenn ich nicht. Deine Mama hat dir doch sicher gesagt, nichts annehmen von jemandem, den du nicht kennst. Aber kennt doch dich. Was hat er gesagt? Weiß nicht, was du machst, Ben und du. Ob ihr Freunde seid, wie lange du bleibst, lauter solche Fragen. Seit wann sind Sie denn draußen? Seit 3 Tagen. Es ist fürchterlich. Ja, hat sich ganz schön verändert in den letzten 6 Jahren. Nein, ich meine die 3 Tage. Ach so. Was ist denn passiert? Ich möchte Folgendes bei Ihnen hinterlegen. Für den Fall, dass mir etwas passiert, übergeben Sie es bitte der Kripo. Was ist das? Das, was ich bisher verschwiegen habe. Die Namen der beiden Komplizen, die am Bankraub beteiligt waren. Na, das klingt ja ganz schön dramatisch. Es ist dramatisch, Herr Doktor. Irgendjemand will mich fertig machen. Gestern habe ich meine neue Arbeit angetreten. Heute haben sie mich wieder entlassen. Außerdem werde ich verfolgt. Aber das Schlimmste ist, sie machen sich an meine Tochter heran. Und wer ist das? Sie? Da gibt es nur eine Erklärung. Einer der Komplizen von damals. Oder beide. Warum sollten sie das? Die wollen wissen, was ich unternehme, um meinen Anteil einzutreiben. Davor haben sie Angst. Ich habe sie an der Hand. Weil ich sie jederzeit verpfeifen kann. Aber das wollen Sie doch nicht tun, oder? Ganz bestimmt nicht.
will einfach in Ruhe ein neues Leben anfangen. Was ist denn mit Ihrer Drohung? Besteht die noch? Drohung? Ja, Sie haben doch damals nach der Verhandlung auf dem Flur diesen... Ach so, ja, das war damals in der ersten Wut. Ja, ich denke, das Beste wird sein, wenn Sie Ihren Ex-Komplizen einfach sagen, dass Sie nichts von ihnen wollen. Ja, klar. Aber wie soll ich Sie finden? Ich habe einen Freund, der kann Ihnen dabei helfen. Das ist ja alles ganz schön. Aber wer bezahlt mich? Ich habe einfach Hemmungen, dem armen Schwein die Knete abzuknöpfen, die er sich mühsam in 6 Jahren Knast zusammengespart hat. Tja, wenn du so edel bist, dann musst du halt mal umsonst arbeiten. Da habe ich noch mehr Hemmungen. Kaum die paar Tage wird der Maschke schon zahlen. Rainer, dein Glaube an das Gute im Menschen ehrt dich. Aber manchmal bist du doch ziemlich naiv. Es sieht doch alles danach aus, dass er mit unserer Hilfe seine Komplizen wiederfinden will, um sie abzukassieren. Nee. So wie ich ihn kennengelernt habe, liegt es da völlig schief. Jetzt rechne mal mit. 6 Jahre sind 2000 Tage. 800.000 Mark geteilt durch 2000 Tage ist? 400 Mark. Pro Tag. Und du denkst, darauf verzichtet jemand? Rainer, du bist ein unverbesserlicher Optimist. Das ist eine Frage der Optik. Kennst du den Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten? Nehme ich doch an. Der Pessimist sagt, alle Frauen sind schlecht. Und der Optimist sagt, na hoffentlich. Ist nicht von mir. Es gibt 16 Personen in Frankfurt, die Faust heißen. Und Hans mit Vornamen. Oder Hans Werner, Johannes, Hannes, etc. Danke. Eine sehr aufwendige Angelegenheit. Und niemand garantiert uns, dass er nicht längst woanders lebt. Und bei Lotze, wie ist es da? Lotze gibt's 5. Vom Kohlenhändler bis zum Recyclingunternehmer. Nee, die sind's alle nicht. Wieso nicht? Ganz ausgeschlossen. Können Sie alle vergessen. Lotze kann sein Geld in alles Mögliche reingesteckt haben. Aber mit Sicherheit nichts, das mit ehrlicher Arbeit verbunden ist. Umso besser, ich bin ohnehin für die direkte Methode. Jetzt wollen wir als erstes mal feststellen, wer Ihnen überhaupt folgt. Den Kaffee zahle ich. Danke. Tut mir leid, Herr Kollege. Ach, Berufsrisiko. Darf ich Sie zum Kaffee einladen, Herr Denzel? Gerne. Früher habe ich Captagon genommen. Das da ist gesünder. Putscht mich genauso. Und warum müssen Sie sich putschen? Rund um die Uhrbewachung? Sozusagen. Und Sie? Auch. Sozusagen. Seit wann? Seit 2 Stunden, ja. Wie sind Sie denn da so schnell auf mich gekommen? Jetzt seien Sie mal nicht gleich eingeschnappt. Aber schwer war es nicht. Mein Gott, nicht gut. Offensichtlich beschatten wir den gleichen Mann. Sieht so aus, ja. Aber nicht für den gleichen Auftraggeber, nehme ich mal an. Ich auch. Aber das lässt sich ja feststellen. Durchaus. Obwohl Sie mir sicher nicht verraten werden, wer der Auftraggeber ist, vermute ich mal. Genauso wenig wie Sie, oder? 2 Privatdetektive mit dem gleichen Auftrag. Und Sie werden in Bälde auf noch einen stoßen, der hinter der Maschke ist. Sie wollen mich loswerden. Im Ernst, wir sind zu dritt. Wer der Mann ist, kann ich Ihnen allerdings nicht sagen. Aber wie ich Sie kenne,
wenn sie ihn gleich überfallen und filzen. Passen Sie darauf, dass Sie nicht den Kürzeren ziehen. So eine Tonne von Kerl. Hände wie Klodeckel. Eine Fresse wie ein Metzgerhund. Einer aus dem Milieu? Sagen wir mal so. Privatdetektiv ist der nicht. Die zahlen das alles. Ein trickreiches Kerlchen, dieser Detektiv. Ich habe ihn kreuz und quer durch Frankfurt verfolgt, bis nach Seckbach. Da war er dann bei einer Familie Tenberg. Ein Familienhaus, gepflegter Garten. Tenberg? Ja, Tenberg. Helga, ich brauche mal eine Akte. 1985, Strafsache Damaschke. Tenberg. Wie wär's denn mal mit ein bisschen Aufklärung? So hieß der Filialleiter der Bank, die Damaschke damals überfallen hat. Ja, ja, ganz recht, Herr Dr. Frank. Ich habe einem Privatdetektiv den Auftrag gegeben, Herrn Damaschke ein paar Tage zu beschatten. Was wollen Sie denn damit erreichen? Gefahrenabwehr heißt es, glaube ich, in der Juristensprache. Fühlen Sie sich bedroht von Herrn Damaschke? Aber ich bitte Sie, Herr Dr. Frank. Sie haben das selber miterlebt, wie Damaschke mir Rache geschworen hat in aller Öffentlichkeit. Ja, das war damals, weil Sie ihn als Redelsführer bezeichnet hatten. Ja, diesen Eindruck hatte ich und ich habe ihn noch. Oder soll ich diese Drohung nicht ernst nehmen? Immerhin die Drohung eines Gewaltverbrechers. Also ich kann Ihnen versichern, dass Herr Damaschke nichts vorhat, was ihm schaden könnte. Er hat mit seiner Vergangenheit gebrochen. Noble Worte, Herr Rechtsanwalt. Aber leider keine Garantie. Herr Tenberg, das Problem ist, dass ihm diese Überwachung schadet. Danke. Durch die Schnüffelei hat er schon seinen Arbeitsplatz verloren. Und Sie wissen, wie schwer es für einen Vorbestraften ist, eine neue Stelle zu finden. Es tut mir aufrichtig leid, Herr Dr. Frank, aber Sie müssen sich auch in meine Lage versetzen. Herr Damaschke ist harmlos. Schauen Sie, man hat seine Komplizen nicht gefasst und die Beute ist auch niemals aufgetaucht. Was liege also näher für Herrn Damaschke, als seine Komplizen zu suchen, um seinen Anteil zu kassieren? Das würde er vermutlich tun, ja. Nein, das tut er nicht. Er wird nichts derartiges unternehmen, das hat er mir versprochen. Und Sie glauben ihm? Ja, ich glaube ihm. Ja, also meinetwegen, Herr Dr. Frank. Ich bin zwar nicht restlos überzeugt, aber andererseits möchte ich Herrn Damaschke ganz bestimmt nicht schaden. 6 Jahre sind genug, da haben Sie recht. Ich werde also den Detektiv von seiner Aufgabe entbinden, ist das recht so? Verdammte Scheiße! Oh nein, schau mal, wie das aussieht! Mensch! Wer aufwärt, hat Schuld. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ja, habe ich. So, jetzt zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ich zeig dir gleich was ganz anderes. Okay, okay. Wenn Ihnen lieber ist, dass ich die Polizei rufe. Wieso denn Polizei? Ist doch gar nichts passiert, du Blödmann. Das wird meine Werkstatt feststellen. Also, was ist? Faust heißen Sie. Schau, schau. Wird bloß nicht frech. So ein Zufall. Damaschke will Sie sprechen. Damit. Wir haben schon Feierabend. Wir müssen mit Damaschke reden. Ich glaube, dein Freund Damaschke hat sich ein paar Kollegen aus dem Knast eingeladen. Hohes Niveau. Aber meinst du, um sein Geld einzutreiben? Wahnsinn. Ich bin gerührt, Damaschke. Und erleichtert. Du willst also nichts von mir. Nimmst du mir aber eine Zentnerlast von der Bronze. Ich habe so schlecht geschlafen die letzten 6 Jahre. Aber was soll das? Aber vielleicht will ich ja was von dir. Kannst du dir das vorstellen? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Schau mal, mein Freund. Dir gehört jetzt eine Menge Kies. Kapier doch endlich, ich will das Geld nicht. Ihr könnt es behalten. Ich hab's am Herzen, Damaschke, aber kräftig.
6 Monate gibt mir der Arzt noch. Außer ich gehe in ein Sanatorium. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Ich bin total abgebrannt. Ein paar Tausender könnten mein Leben verlängern. Ich reiß 6 Jahre ab. Ich fange jetzt bei 0 an. Und dir fällt nichts Besseres ein, als mich anzupumpen. Was hast du denn gemacht mit dem ganzen Geld? Was man schon so macht, ne? Irischer Whisky, deutsche Weiber. Das Geld war schnell alle. Das Ganze schon von 80.000 groß erwartet. 80.000? Jetzt reicht's mir, Damaschke. Du hast 2 Millionen eingesackt und jetzt wirst du einem alten Kumpel gefälligst mit ein paar Scheinen auf die Beine helfen. Herr Faust. Spinnst du? Wer hat Ihnen denn erzählt, dass er 2 Millionen kassiert hat? Ja, was gibt's denn da groß zu erzählen? Lotze ist mit 160.000 aus der Bank, also... Sagt er. Lotze. Wehe, ihr versucht, mich reinzulegen. Wahnsinn. Ich sag doch gern, wie sie. Ja, das passt wunderbar zu den Folgen. Das hast du schon ganz richtig ausgesucht. Aber natürlich. Ich sag doch, du hast Geschmack, Herzchen. Bussi Mausi. Matsula. Matula. Privatdetektiv. Hat einer meiner Leute Mist gebaut? Es geht um Damaschke. Damaschke? Genau. Welchen Damaschke? Kennen Sie mehrere? Nein, ich kenne überhaupt keinen. Wer soll das sein? Einer von dem Bankraub vor 6 Jahren. Welchen Bankraub? Na, an dem Sie beteiligt waren. Sie haben sich bestimmt in der Adresse geirrt. Oder jemand versucht, Sie aufs Kreuz zu legen. Hier haben Sie jedenfalls nichts zu suchen. Ich verstehe Sie ja, Herr Lotze. Das Problem ist nur Faust. Der macht nämlich gar keinen Hehl daraus, an dem Bankraub beteiligt gewesen zu sein. Was reden Sie da? Das ist die falsche Frage, Herr Lotze. Alle Lotzes, die ich befragt habe, haben gesagt, Faust? Welcher Faust? Oder kennen Sie ihn? Nein, natürlich nicht. So natürlich ist das nicht. Er kennt nämlich Sie. Ich bin sicher, dass er bald bei Ihnen auftauchen wird. Für den Fall, dass Sie danach Lust verspüren, ein kleines Geständnis abzulegen, hier ist meine Karte. Und das ist die Karte von Damaschkes Anwalt. Tag, Lotze, altes Haus. Na, da staunst du was. Johnny, was soll das? Du hast mich beschissen damals. Damaschke hat das Geld gar nicht. Du hast es. Das ist nicht wahr. Damaschke lügt. Johnny, lass uns doch in Ruhe darüber reden. Vielleicht in einer halben Stunde. In einer halben Stunde? Vorsichtig! Tut mir leid, wenn ich im Weg stehe. Wir hören voneinander. Da schau mal einer an. Du steckst also mit Damaschke unter einer Decke. Keine Spur, Ehrenwort. Und was hat sein Hiwi hier verloren? Von Damaschke? Das ist ein Privatdetektiv. Tut mir leid, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich auch. Ich gebe nämlich auf. Was heißt das? Mach die Fliege. Weg hier. Raus aus Frankfurt. Irgendwohin, wo mich keiner kennt. Hätte ich längst machen sollen. Nicht mehr nötig, Herr Damaschke. Faust und Lotze machen das jetzt untereinander aus. Jetzt haben Sie Ihre Ruhe. Das wollten Sie doch. Haben Sie den Typen gesehen, der da drüben gesessen hat? Nee, wieso? Was ist denn jetzt schon wieder? Du meinst also, Tenberg hat mich verschaukelt? Jedenfalls ist ein Detektiv immer noch hinter Damaschke her. Bist du dir sicher, dass es bei Lotz und Faust nicht zum Mord und Totschlag kommt? Ziemlich sicher. Wieso eigentlich? Na, Faust hat nichts. Also hat er auch nichts zu verlieren, im Gegensatz zu Lotze. Für den steht eine ganze Menge auf dem Spiel, seine Firma. Also wird er sich mit Faust arrangieren müssen. Und damit wäre Damaschke aus dem Schneider. Vorausgesetzt natürlich, dass er sich nicht selbst das Geld unter den Nagel gerissen hat. Du glaubst also noch immer an diese Möglichkeit? Bevor die Kripo ihn schnappte, hatte er genügend Zeit, das Geld verschwinden zu lassen. Warum haut er nicht einfach ab mit dem Geld, sondern kommt zu mir? Vielleicht benutzt er uns nur, um rauszukriegen, wer hinter ihm her ist. Das kannst du nicht völlig ausschließen. Magst du auch eins? Aber doch keinen rohen Fisch, Rainer. Er hat keine Ahnung.
Merkst du? Ein Schneewittchen, sagt. Das war doch mein Traumauto. Tag, Herr Tendek. Da sagt der Frank. Wollen Sie kaufen? Sofort. Ist aber nicht zu verkaufen. Schade. Was führt Sie denn zu mir? Sie haben mir doch gestern versprochen, dass Sie diesen Privatdetektiv, der Damaschke beschattet, zurückziehen. Ja, ja, das habe ich getan. Und wann genau? Noch am gleichen Tag. Ich habe den Auftrag annulliert und ihn ausbezahlt. Wieso? Weil er ihn immer noch beschattet. Darf ich mal? Bitte, bitte. Was, der beschattet ihn immer noch? Ja. Was bedeutet das? Ach, meinen Sie, der arbeitet auf eigene Faust? Sieht ganz so aus. Was hat er davon? Was haben Sie ihm denn erzählt, als Sie ihn engagiert haben? Nur das Notwendigste. Über den Prozess und dass Damaschke mir Rache geschworen hat, wenn er aus dem Vollzug kommt. Und nichts darüber, dass die Beute spurlos verschwunden ist? Nein, ganz bestimmt nicht. Um das zu wissen, genügt ja auch ein gutes Gedächtnis oder ein Blick ins Zeitungsarchiv. Ja, es tut mir aufrichtig leid, Herr Dr. Frank, das konnte ich nicht voraussehen. Ja, das ist nun nicht mehr zu ändern. Wiedersehen, Herr Tenberg. Wiedersehen, Herr Dr. Frank. Hallo, Herr Dr. Frank. Hallo. Du bist einfach durchgerannt. Tag, Herr Doktor. Mein Name ist Lotze. Ich muss unbedingt mit Ihnen reden. Aber einen Termin haben Sie nicht, oder? Ein Herr Matula hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden. So, hat er das. Also Garantien kann ich Ihnen nicht geben. Sie müssen mich verstehen. Woher soll ich wissen, dass Damaschke mich nicht an die Polizei ausliefert? Er hat es bisher nicht getan. Warum soll er es auf einmal tun? Und Sie? Also erstens unterliege ich der Schweigepflicht und zweitens habe ich sehr wenig Zeit. Kommen Sie also bitte zur Sache. Ich stecke fürchterlich in der Klemme und nur Damaschke kann mir da raushelfen. Wo liegt das Problem? Der Bankraub vor 6 Jahren. Wir waren zu dritt, Faust, Damaschke und ich. Und jetzt denkt Faust, ich habe ihn bei seinem Anteil betrogen und er presst mich. Entweder 500.000 oder er zeigt sich an und mich dazu. Sie glauben diese Drohung? Ha. Faust sagt, er hat nichts zu verlieren. Er ist schwer krank und rechnet mit Haftverschonung, wenn er überhaupt prozessfähig ist. Und Sie haben gerade keine 500.000 flüssig, richtig? 100.000, höchstens. Sonst setze ich die Existenz meiner Familie aufs Spiel. Der Bankraub damals war das letzte Ding, das ich gedreht habe. Danach habe ich eine wundervolle Frau kennengelernt. Ich habe mir gesagt, Schluss jetzt, Neuanfang. Wir beide haben unheimlich geschuftet, jahrelang, bis wir es geschafft haben, mit ehrlicher Arbeit. Herr Lotze, Sie brechen mir das Herz. Damaschke hatte damals keine Chance. Damaschke saß im Knast. Und deshalb hätte sie jetzt Faust auf mich? Ich gönne ihm sein Geld. Er hat sich ja teuer genug verdient, 6 Jahre. Nun sagen Sie mir doch endlich mal konkret, was Sie wollen, Herr Lotze. Ein Treffen mit Damaschke. Damaschke muss Faust sagen, dass ich das Geld nicht habe. Nur 160.000. Und die habe ich ehrlich mit Faust geteilt. Außerdem bin ich bereit, Faust unter die Arme zu greifen in seinem Zustand. Vielleicht wäre es so schön, wenn Damaschke mithelfen würde, einem Ex-Kumpel die letzten Monate seines Lebens zu erleichtern. Mit Geld, ja. Es muss ja nicht viel sein. Aber er hat ja genug. Nein, Damaschke hat kein Geld. Dann hat er Ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Ach, Sie sagen mir natürlich die Wahrheit, ja? Ich schwör's Ihnen. Bitte, helfen Sie mir. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich glaube nämlich kaum, dass Ihre Interessen mit denen von Herrn Damaschke identisch sind. Und Herr Damaschke ist nun mal mein Mandant. Alles, was ich tun kann, ist, dass ich Ihnen Ihre Bitte übermittle. Dann tun Sie es schnell, sonst gibt es eine Katastrophe. Morgen, Rainer. Morgen, gut, dass du kommst. Ich habe eine Neuigkeit. Denzel ist heute Nacht vor Bennos Kneipe erschossen worden. Im Auto von Faust. Damaschke? Jedenfalls hat die Kripo ihn heute Morgen verhaftet. Wieso eigentlich im Auto von Faust? Das könnte bedeuten, dass Faust und Denzel sich zusammengetan haben. Vielleicht. Zumindest sieht es jetzt erstmal so aus, als habe Damaschke durchgedreht. Glaube ich nicht. Nach dem, was ich erfahren habe, ist er aus einigen Metern Entfernung erschossen worden. Möglicherweise aus einem fahrenden Auto.
Kann dann sein, hatte der Schuss vielleicht gar nicht Denzel gegolten, sondern Faust. Gut möglich. Schließlich war es Nacht. Der Mörder konnte nicht damit rechnen, dass hinter dem Steuer von Fausts Auto ein anderer saß. Womit wir einen Verdächtigen mit einem verdammt guten Motiv hätten. Lotze. Warum nehmen Sie den nicht ab? Kommissar Huber will Sie unbedingt sprechen. Sagen Sie ihm, dass ich schon unterwegs bin, ja? Das geht sicher um Damaschke. Kommst du mit? Na klar. Er ist schon unterwegs. Ich habe auch was Wichtiges entdeckt. Aha. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit auf dem falschen Dampfer. Wir sind doch davon ausgegangen, dass ein Trio diesen Banküberfall begangen hat. Aber vielleicht gibt es ja einen vierten Mann. Der Filialleiter? Tenberg, richtig. Ich meine, es kann doch sein, dass der beteiligt ist und die Sache erst eingefädelt hat. Das sagst du doch nicht so ins Blaue hinein. Ich habe mir die alten Prozessunterlagen noch mal angeschaut. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, draußen umstellt die Polizei die Bank und drinnen zeigt Tenberg den Räubern den Fluchtweg durch den Hinterausgang. Ich meine, wenn ihm daran liegt, dass die Leute verhaftet werden, warum zeigt er ihnen dann noch einen Fluchtweg? So ein bisschen dünn für einen Verdacht. Findest du nicht? Ja, zugegeben, aber jetzt kommt die Nummer zwei. Ich habe die Protokolle verglichen. Um 1.40 Uhr erreicht ein Streifenwagen das Haus von Tenberg, um die Geiseln zu befreien. Die sind aber schon frei, weil Faust gerade getürmt ist. Er hat also zu dem Zeitpunkt den Anruf von Damaschke schon erhalten. Um 1.43 Uhr macht sich Tenberg bei der Polizei bemerkbar. Das ergibt eine Differenz von mehreren Minuten. Du meinst, Tenberg hat so lange gewartet, damit seine Komplizen genügend Vorsprung hatten? Ja, möglicherweise. Ausgesagt hat er, er hätte nach der Flucht der Bankräuber einen Schwächeanfall erlitten und sei mehrere Minuten wie gelähmt gewesen. Ach ja. Tenberg, Rainer, das ist es. Warum bist du eigentlich nicht schon damals draufgekommen? Gute Frage. Wahrscheinlich war alles so eindeutig, war ein geständiger Täter, der auch alle Einzelheiten nennt, nur eben nicht die Namen seiner beiden Komplizen. Seiner drei Komplizen. Damaschke hat uns gelinkt. Nee, das glaube ich nicht. Damaschke ist erst ganz spät angeheuert worden und auch nur, weil ein anderer ausgefallen ist. Ich glaube nicht, dass Damaschke gewusst hat, wer wirklich hinter dem Bankraub steckt. Ich glaube auch nicht, dass Faust das gewusst hat. Angenommen. Tenberg und Lotze waren die eigentlichen Täter. Und Faust und Damaschke nur die Helfershelfer. Was wird dann als nächstes passieren? Schwer zu sagen. Stopp, stopp, da ist eine Bushaltestelle. Was, du willst mit dem Bus fahren? Ich doch nicht. Endlich. Lass mal stecken, ne? So, Herr Damaschke, ja, Sie haben auf die Anwesenheit Ihres Anwalts bestanden. Da ist er. Also, komm, packen Sie jetzt mal aus. Ne? Ich kenne den Toten nicht, Herr Kommissar. Den haben wir noch nie gesehen, auch nicht, dass er lebendig war. Ach, tatsächlich? Aber er hat Sie gut gekannt. Wer hat denn die Fotos gemacht? Tja, das möchten Sie wohl wissen, wa? Der Ermordete hatte einen Fotoapparat bei sich. Es hat aber einen Film drin. Wir haben den Film entwickeln lassen. Dieser Denzel, ne? Scheint ja eine verdammte Vorliebe für das Motiv Damaschke gehabt zu haben. Das kann mein Mandant erklären. Tja, der wird noch eine Menge mehr zu erklären haben. Zur Tatzeit, ja? Befindet er sich keine 100 Meter vom Tatort entfernt. Und das Alibi? Ich habe geschlafen. Er hat geschlafen? Aber dafür gibt's ja keine Zeugen, ne? Ich habe mit dem Mord absolut nichts zu tun. Moment, Damaschke, ja, Moment. Ich kenne Ihre Vorgeschichte und ich kenne die des Toten. Sieht doch verdammt danach aus, als sei dieser Denzel hinter Ihnen her gewesen. Ja, um dann das Versteck der Beute zu kommen. Starkes Motiv, jemanden umzubringen. Ich denke, Sie sollten jetzt alles sagen. Ich habe die Namen der beiden Komplizen, die damals am Banküberfall beteiligt waren, nie preisgegeben. Ich bin jetzt bereit, sie zu nennen. Hey, was zaubern Sie denn da aus dem Hut? Das ist meine Jacke. Mensch! Das geht jetzt nicht mehr um den Bankraub von damals,
Es geht um Mord! Einem der damaligen Komplizen meines Mandanten gehört der Wagen, in dem Denzel erschossen wurde. Sein Name ist Faust. Faust, stimmt. Der Fahrzeughalter. Ja, wir haben ihn namentlich ermittelt und suchen. Sagen Sie mal, woher wissen Sie denn das eigentlich, Herr Anwalt? Erzählen Sie es bitte nicht weiter, aber ich bin Hellseher. Ausgezeichnet, Kralik. Ja, das schaue ich mir gleich an. Du sag mal, liegt der Befund schon vor? Das ist doch prima. Dann sagen wir, treffen wir uns in 5 Minuten im Labor. Ja. Darf ich jetzt fortfahren? Lieber nicht. Erstens habe ich jetzt keine Zeit. Und zweitens, was Sie hier bisher vorgetragen haben, ja? Das sind ja keine Tatsachen, sondern Mutmaßungen, was passiert sein könnte. Ja, aber wenn hier überhaupt irgendjemand Mutmaßungen äußert, dann bin ich das, ja? Der Kommissar Huber und ganz bestimmt nicht der Anwalt des Verdächtigen. Ach so ist das. Ja, genau so ist das hier. Herr Damaschke wird dem Haftrichter vorgeführt und verständigen Sie bitte den Staatsanwalt. Ich komme zum Haftrichter. Na? Sie können sich wohl gar nicht vom Anblick Ihres Klienten trennen, ne? Nee. Sag. Ich hab einen Mord zu melden. Na, das ist ja toll, dass mal einer gestehen will. Nein, Lotze ist der Mörder. Oder Damaschke. Aber wahrscheinlich Lotze. Sigmar Lotze, Papierrecycling. Wenn ihr euch nicht beeilt, ist überall auf mir. Das glaubt Ihnen doch nicht mal, Ihr Friseur. Jetzt erzählen ja, Sie uns mal. Ja, ich bin's mal. Moment, ja? Jetzt erzählen Sie uns endlich, wie die Leiche in Ihr Auto kommt. Denzel hat Damaschke überwacht und ich hab Damaschke überwacht. Also haben wir uns zusammengetan. Arbeitsteilung. Mensch, kapiert das denn keiner? Jetzt halten mal die Luft an, sonst werd ich aber in der Josef? Würstchen. Was ist denn bei dir für ein Remi-Demi? Nichts weiter, die haben Faust geschnappt. Pass auf, wir haben uns geirrt. Lotze wird nicht bei Tenberg auftauchen. Nein, wir haben uns nicht geirrt, da kommt er gerade. Dann halt ihn auf und lass ihn auf keinen Fall ins Haus, sonst gibt es noch einen Mord. Guten Tag, Herr Lotze. Sie spionieren mir also nach, Herr Matula. Irrtum. Ich habe hier auf Sie gewartet. Was wollen Sie von Tenberg? Ja, wenn Sie hier auf mich gewartet haben, dann wissen Sie das doch. Tenberg ist meine letzte Chance. Er muss mir bestätigen, dass Damaschke mit dem größten Teil des Geldes entkommen ist. Nur so wird Faust mir glauben, dass ich ihn nicht betrogen habe. Und dafür riskieren Sie, dass Tenberg Sie anzeigt. Erzählen Sie mir doch nicht so ein Kokolores. Welchen Grund sollte mein Besuch sonst haben? Zum Beispiel den, dass Tenberg und Sie Partner waren bei dem Bankraub. Ach, Sie sind doch total bescheuert. Das mag ja sein. Es sieht ganz danach aus, als wenn er mit von der Partie gewesen wäre. So war es aber nicht. So nicht? Wie denn dann? Tenberg hat sich angehängt. Ich habe keine andere Erklärung. Moment. Faust und Damaschke sind verhaftet worden. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Stellen Sie sich freiwillig der Polizei. Das macht einen besseren Eindruck, als wenn man Sie holen kommt. Na, das war's dann wohl. Lotze hat also die Wahrheit gewusst? Na, gewusst wohl nicht, aber geahnt. Ich nehme an, dass er bei Tenberg auf den Busch klopfen wollte. Weil er ihn um die 500.000 erpressen wollte, die Faust von ihm fordert? Sieht so aus. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das letzte Mal. Denzel ist tot. Na und? Warum erzählen Sie mir das? Ja, das finde ich natürlich furchtbar. Was ist denn passiert mit dem? Er ist ermordet worden. Schlimm, schlimm.
Warum lässt er sich auch auf solche Abenteuer ein? Kommen Sie rein. Das ist Herr Matula, ein Mitarbeiter von mir, Herr Tenberg. Guten Tag. Sie haben also Denzel engagiert, weil Sie Angst vor Damaschke hatten? Sie glauben mir nicht? Nein. Sie haben Denzel engagiert, weil Sie herausfinden wollten, ob Damaschke nach seinen Komplizen sucht. Was interessiert mich das? Oh, das interessiert Sie sehr. Denn wenn Damaschke seine Komplizen findet, könnte ja die Wahrheit herauskommen. Was denn für eine Wahrheit? Die Wahrheit über die verschwundene Beute. Denn was ist wirklich passiert bei diesem Banküberfall, Herr Tenberg? Ihr Stellvertreter schlägt Ihre Warnung in den Wind und alarmiert die Polizei. Die Polizei umstellt die Bankräuber geraten in Panik und verschwinden mit gerade so viel Geld, wie sie in der Eile noch zusammenraffen können. Erst der eine und dann der andere. Richtig? Ja, sicher. Und Sie bleiben in der Bank zurück? Natürlich bleibe ich zurück in der Bank. Oder hätte vielleicht auch flüchten sollen. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Dann wären Sie nicht in Versuchung geraten. Ich meine, 2 Millionen, griffbereit, sowas ist doch eine Verlockung. Also köstlich, Herr Dr. Frank. Und dann stecke ich die Millionen in die Hosentasche und lasse die Polizei herein. Ja. Sowas geht natürlich nicht so schnell. Sie brauchen Zeit. 4 Minuten, 5 Minuten. Sie brauchen Zeit, damit die Gangster eine gute Chance haben zu entkommen. Den richtigen Fluchtweg haben Sie ihnen ja schon gezeigt. Und dann brauchen Sie natürlich noch Zeit, um das Geld in der Bank zu verstecken. Und dafür riskiere ich meinen Kopf? Na, so groß war Ihr Risiko ja nun wirklich nicht. Selbst wenn man die Täter festgenommen hätte, meinen Sie, denn hätte man geglaubt, dass Sie mit einer kleinen Beute aus der Bank geflohen sind? Nee, Herr Tenberg, Ihnen drohte eigentlich nur ein ernsthaftes Problem. Nämlich, wenn die Täter gemeinsam feststellen, dass Sie nicht im Besitz der Millionenbeute sind, von denen die Zeitungen schreiben. Und dann hatten Sie auch noch Glück. Alle drei Täter konnten sich nicht verständigen, weil einer geschnappt wurde. Ihr Risiko war also aufgeschoben bis zu Damaschkes Entlassung. Deswegen haben Sie ihn vor Gericht ja auch als Redelsführer bezeichnet. Je höher seine Strafe ausfiel, desto sicherer war, dass sich die Spuren seiner Komplizen verlieren. Eine interessante Theorie. Nur haben Sie leider keine Beweise. Och, die werden wir schon finden. Denn es ist die Wahrheit. Keine Angst. Ich habe keine Waffe. Wo ist denn Ihre Pistole? Welche Pistole bitte? Mit der Sie Denzel erschossen haben. Das wird ja immer abenteuerlicher. Es war ein Fehler, Denzel einzuschalten. Eine miese kleine Ratte, die Geld gerochen hatte. Ausgerechnet Denzel, den Sie zu Ihrem Schutz engagiert hatten, wurde Ihnen gefährlich. Und darum musste er sterben. Sie wollen mir einen Mord anhängen? Herr Tenberg, Sie haben ein wunderschönes altes Auto. Und es gibt einen unwiderlegbaren Beweis dafür, dass dieses Auto in der Mordnacht am Tatort war. Denzel hat ein Foto davon gemacht, bevor er sterben musste. Ja, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es stimmt. Ich habe Denzel gestern Nacht aufgesucht, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn nur gebeten, die Überwachung aufzugeben. Sie haben ihn erschossen. Behauptungen, Vermutungen, haltlose Anschuldigungen. Nein, Herr Tenberg, das ist die Wahrheit. Wo haben Sie denn die Tatwaffe versteckt? In den Main geworfen? Ist ja auch egal. Die Polizei wird Ihre Hände auf Schmauchspuren untersuchen. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen wollen, mein Herr. Das nützt nichts, wenn Sie sich die Hände waschen, Herr Tenberg. Der Schmauch dringt in die Haut ein und wird erst nach Tagen wieder abgestoßen. Außerdem ist er in Haaren und Kleidung. Sie haben keine Chance. Handtücher brauchen wir auch, oder? Also, vielen Dank für alles. Und Sie wollen wirklich gleich zum Bahnhof? Ist besser so. Schwer, Sie herzubringen? Überhaupt nicht. Nur Benno wollte nicht kommen. Warum nicht?
Er hat sich aus dem Staub gemacht. Ist doch klar, ist mal nichts mehr zu holen. Das ist halt ab.